Der Medientag des Deutschen Skiverbandes wurde beim heurigen Herbsttraining auf europäischem Boden am Bitzthaler Gletscher ausgetragen. Der DSV war mit der kompletten Mannschaft am Bitzthaler Gletscher, um sich für die bevorstehende Olympiasaison perfekt vorzubereiten. Ja, es ist schon die Abfahrt geworden. Jetzt. Wie ist das beim Rennläufer gekommen? Das fahrt, man wächst doch in die Abfahrt ein, oder? Ja, ist die Abfahrt, wo man fährt, ist zäh. Aber dann bin ich am Ziel gestanden und habe mir gedacht, ey, leck mich am Arsch, das ist richtig geil zum Fahren, ist ein super Gefühl. Servus, ich bin der Stele Dominik, also ich fahre Völkl. Wir haben letztes Jahr einen Weltmeister gestellt, einen Prangermanni, und der ist mit dem Ski gefahren und ich denke, das funktioniert ganz gut. Ich schaue halt aus wie ein nicht ganz so frisch, aber er ist auf einem richtig guten Weg. Und ich glaube, dass er dieser wieder der Anschluss schafft, dass er im Weltcup wieder ordentliche, gute Ergebnisse fahren kann. Im Anschluss an das Training am Bitzthaler Gletscher wurde im Hotel für Jahreszeiten in Mandaven zum Mittagstisch geladen. Zu tun, ein herzliches Dankeschön an Bitzthal. Weil es sind halt einfach Partner, so wie wir sie wenige haben, die sehr loyal zum System stehen, also zum System Leistungssport, über die wir, so wie der Willi das gesagt hat, auch bei den guten sowie auch bei den schlechten Zeiten immer gleiche und faire Bedingungen vorgefunden haben. Unsere Mannschaften sind immer gut bedient worden, waren immer hier willkommen, und dafür gibt es natürlich von meiner Seite auch im Namen des DSV herzliches Dankeschön. Besonders an den Willi. Er ist der Germani hier und da ist natürlich ein Vorteil für mich. Um 14 Uhr standen Funktionäre, Trainer und Sportler den Journalisten Rede und Antwort. Der an sowas wirklich einfach Freude hat. Also der beim Trainieren auch nicht nur stupide trainiert, jetzt halt nicht nur irgendwie seine Kniebeugen runterzieht und oder irgendwelche Schnelligkeitsübungen macht, sondern der auch irgendwo geistig nebenbei noch herausgefordert wird. Es heißt oftmals, Sportler haben nichts im Hirn. Das ist durch dieses Training ist es mit Sicherheit nicht so der Fall. So. Zack. Schaut ganz easy aus. Also, links. Au, perfekt. Natürlich dem Pitztal Tourismus Dankeschön sagen. Hinter uns, mir gegenüber frontal, steht der Christian Peyer in einem unserer besten Hotels im Ort oder im Pitztal, nämlich im Hotel für Jahreszeiten. Und an der Stelle, liebe Jasmin, die steht rechts, hinten. Vielen Dank für die Unterstützung. Ohne dich wäre es sehr viel schwieriger gewesen. Technik steht, der Saal ist vorbereitet, das passt so.